A co? Das ist eine Kanone, Julia. Das ist eine Kanone. Und war es laut? Der Clown da hinten ist der Clown. Hallo, Mama! Sempre lui che fischia, io vado a battagliare con la telecamera. Tu proprio qua di stare attento, partono e torno a prendere. Carica! Carica!
niedergeschlagen worden. Benedikt Fontana sah sich aufgrund seiner Untermacht an Männern gezwungen, auf eine List zurückzugreifen. Er spaltete seine Truppe, hier zur Linken, und schickte eine Truppe 3000 Mann groß, hier über diese Berge, um hinter den Österreichern die Truppen anzugreifen. Die machen sich gerade auf den Marsch. Nun ging es darum, es gab ja keine Kommunikationsmittel im üblichen Zweck, wie wir sie kennen. Und es ginge darum, ein Zeichen zu geben, wann der Angriff der Schweizer von unten gleichzeitig stattfindet, angreift. Doch seht, was in dieser zweiten Angriffswelle geschah. Come vedete, in primo scontro gli svizzeri hanno perso. Ma il comandante ha pensato a un piccolo punto. Ha mandato 3000 uomini sotto le montagne per poter attaccare gli svizzeri, gli austriaci da dietro. E come segnale che possono attaccare tutti e due le gruppe svizzere, hanno incendiato un maso. Ma vedete voi cosa succede ora. Angewandt hat, von wenig Erfolg. Denn die Kavallerie der Österreicher schlug sie nieder. Nun war Benedikt Fontana gezwungen zu verhandeln.
austriaci da dietro non ha avuto nessun esito, perché la cavalleria austriaca li ha battuti. Così Benedikt Fontana ora è costretto a negoziare. So traten die beiden Kombattanten, Herr von Habsburg, Benedikt Fontana, sich gegenüber, um miteinander zu verhandeln. Vediamo la negoziazione tra Fontana e Pietro. Benedikt Fontana aus der Hinterhand. Ein Schütze traf ihn. Auf das waren die Schweizer so erzürnt, dass sie entschlossen, einfach zu stürmen, ihren Anführer zu rächen. Wir sehen, was passiert. Dopo che Fontana viene ucciso a sangue freddo, gli svizzeri vogliono vendetta. An jedem Tag, dass ein unterzähliges Heer der Bündner, das überzählige Heer der Österreicher gar vernichtend schlug. Wenn ihr vielleicht aufhören wollt zu schießen, dort hinten die Schlachten vorbei, Halbsvolk. So haben die Bündner das Windstau gab Preis vor den Österreichern. Rufen die Schweizer demnächst an, dass sie ins Schwabenland zu kommen. Nein, ich hoffe, es hat euch gefallen, was wir euch hier dargeboten haben. Hat es euch gefallen? Ja! Ich habe gefragt, hat es euch gefallen? Ja! So gebt mir meinen Applaus an die Herren, an den Schwertern. Alle aufstehen, auf die Toten! Ich Ecco, così la quarta svizzera, che era in minoranza, 6.000 uomini contro 12.000, ha battuto gli Asburgo e ha liberato la base nostra dagli austriaci. Per tutti i combattenti, sia vivi che morti. Mille grazie per la voce italiana, ma in italiano c'è di me. Niente. Niente, ma... So hat das für ein Beiwohner in Italien.
io che vengono tutti per l'aiuto.